Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es hier auf meinem Kanal schon wieder weiter mit True Crime. Ich habe mir einen neuen Fall ausgesucht, den ich in den letzten anderthalb Wochen recherchiert habe und den ich euch heute vorstellen möchte. Dieser Fall ist mir eigentlich zufällig unter die Augen gekommen. Ich habe eigentlich schon wegen einem anderen Fall angefangen zu recherchieren, den ich jetzt eigentlich als nächstes machen wollte, bin dann aufgrund dessen über diesen Fall gestolpert und bin dran hängen geblieben. Das passiert mir selten, denn ich habe ja eine Liste, wo ich die Fälle, die ich in den nächsten Wochen und Monaten hier auf meinem Kanal besprechen möchte, stehen habe. Und normalerweise suche ich mir dann auch einen dieser Fälle dann aus. Allerdings kann es halt auch passieren, dass ich während meiner Recherche schon über einen anderen Fall stolper, an dem ich dann hängen bleibe und wo ich mich einfach nicht mehr davon lösen kann, wo ich einfach das Gefühl habe, bleib da dran, mach den als nächstes. Ich mache das wirklich einfach nach meinem Gefühl. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, diesen Fall zu recherchieren. Wir sprechen in diesem Video heute über Amber Geiger und Botham Jean. Zwei Menschen, die eigentlich nicht sehr viel gemeinsam hatten, bis auf eine einzige Sache. Und weil sie diese eine einzige Sache gemeinsam hatten, ist einer der beiden heute nicht mehr am Leben. Amber Renee Geiger wurde am 9. August 1988 geboren. Nachdem der Vater und die Mutter sich sehr früh schon getrennt haben, wuchs Amber bei ihrer Mutter auf. Sie hatte eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder und sie lebten in Texas. Amber wusste schon mit 6 Jahren ganz genau, was sie später einmal werden will. Und das hat sich dann in den darauf folgenden vielen, vielen Jahren nicht geändert. Amber wollte schon immer Polizistin werden. Und das hat sie, wie gesagt, auch schon als kleines Kind gesagt. Und 15 Jahre später, da hat sie sich dann den Traum, den sie hatte, Polizistin zu werden, auch erfüllt. Nach ihrem Schulabschluss arbeitete Amber weiterhin hart daran, Polizistin zu werden. Sie wollte ihr Ziel unbedingt erreichen, bestand alle Anforderungen und Prüfungen, die es dafür braucht. Ja, und am Ende, da erreichte sie auch ihr Ziel. Und ihr Ziel war das Dallas Police Department, wo sie ab sofort dann auch als Streifenpolizistin gearbeitet hat. Amber Geiger wird beschrieben als eine sehr zielstrebige, aber auch sehr quirlige und humorvolle Person, die aber auch ihre Ziele erreichen möchte und hart dafür gearbeitet hat. Auch als Kind musste sie schon sehr früh lernen, selbstständig zu werden. Wie gesagt, ich hatte es euch vorher schon gesagt, der Vater und die Mutter hatten sich früh schon getrennt und Amber hat immer versucht, auf eigenen Beinen zu stehen. Zum Beispiel auch schon, als sie noch in der Schule war, hat sie schon kleine Nebenjobs immer wieder gemacht, um sich was dazu zu verdienen. Aber auch später dann in der Highschool hat sie immer nebenbei gearbeitet, in einem Restaurant oder auch in irgendeinem Store. Also sie hat immer versucht, sich selbst etwas zu verdienen, etwas zu erreichen. Und eben auch für ihr großes Ziel, Polizistin zu werden, hat sie alles gegeben. Und sie war einfach nur absolut glücklich, und das haben auch viele ihrer Familienmitglieder dann später ausgesagt, dass sie dieses Ziel erreichen konnte, weil sie sich es einfach selbst erarbeitet hat. Am 6. September 2018 war Amber Geiger 30 Jahre alt und arbeitete zu diesem Zeitpunkt seit fast 6 Jahren als Patrol Officer im Dallas Police Department. Botham Jean war im September 2018 26 Jahre alt. Er wurde in St. Lucas geboren, aber seine Familie kam kurz nach seiner Geburt schon in die USA, wo Bo dann mit seinen Geschwistern und seinen Eltern lebte und auch aufgewachsen ist. Ja, Bo hat seinen Schulabschluss gemacht und anschließend ging er dann auf die Hardin-Universität in Texas. Im Anschluss daran arbeitete er dann bei einer sehr bekannten Firma als Buchhalter in Dallas. Ja, Bo wird von seinen Freunden als sehr freundlicher, zuverlässiger Typ beschrieben, der auch sehr christlich gewesen ist. Im Übrigen wie seine ganze Familie. Und er war unter anderem auch im Kirchenchor und hat auch früher immer, also auch während seines Schulabschlusses, immer wieder für die Kirche mal ausgeholfen, hat dort ehrenamtlich gearbeitet. Also seine Familie war sehr christlich und das hat sich auch später in seinem Leben, als er dann schon studiert hat und gearbeitet hat, auch immer noch bemerkbar gemacht, dass er sehr oft in der Kirche gewesen ist. Bo hatte ein sehr gutes Verhältnis zu seinen Eltern und auch zu seinen Geschwistern und er hatte sehr, sehr viele Pläne für seine Zukunft, auch für seine berufliche Zukunft. Amber Geiger und Botham Jean also. Zwei Menschen, die, wie ich euch eingangs schon gesagt habe, nicht sehr viel gemeinsam haben, die sich nie gesehen haben, die nie miteinander gesprochen haben und trotzdem eine Sache haben, die sie verbindet. Sie leben im selben Apartmentkomplex.
Am Abend des 6. September 2018, einem Donnerstag, fährt Amber Geiger von ihrer Arbeit im Dallas Police Department mit ihrem Auto endlich nach Hause. Es war eine sehr, sehr anstrengende Woche, aber vor allen Dingen der Donnerstag. Dieser heutige 6. September 2018 war für sie sehr, sehr aufwühlend und auch sehr, sehr anstrengend. Es gab mehrere Verhaftungen und auch in den Tagen vorher war schon sehr viel los und sie merkt einfach, dass ihr die Energie auch langsam ausgeht, was auch der Grund ist, warum sie an diesem Tag eben ihren Arbeitgeber um Urlaub gebeten hat, bis einschließlich Sonntag, dass sie den Rest der Woche einfach so ein bisschen, ja, sich erholen kann, ein bisschen runterkommen kann von den letzten Tagen und vor allem eben auch von diesem Tag. Der Urlaub wurde ja auch genehmigt und sie fährt eben jetzt nach ihrer Schicht nach Hause. Während sie im Auto sitzt, bekommt sie eine Nachricht von ihrem Kollegen. Die beiden schreiben so ein bisschen hin und her. Er fragt sie, wie ihr Tag gewesen ist und ob alles in Ordnung gegangen ist. Denn auch er ist Polizist und er weiß natürlich um den Alltag. Und ja, sie tauschen sich so ein bisschen aus. Allerdings ist dieser Kollege von Amber nicht nur ein Kollege von ihr, sondern die beiden haben ja so eine Art On-and-Off-Beziehung. Also Amber Geiger war nie verheiratet, sie hat auch keine feste Beziehung im Moment, aber mit diesem Kollegen von ihr hat sie eben, ja, in Mangelung eines anderen Wortes ein Verhältnis, könnte man sagen. Also die beiden sind nicht fest zusammen, aber sie treffen sich halt immer mal wieder. Während Amber Geiger also mit ihrem Auto auf dem Weg nach Hause ist, sitzt Botham Jean in seinem Apartment im 4. Stock. Er war in den letzten anderthalb Wochen sehr krank, konnte nicht wirklich was essen, es ging ihm überhaupt nicht gut, deswegen war er auch nicht in der Arbeit. Aber heute, an diesem Donnerstag, den 6. September, ist der erste Tag, wo es Beau wieder ein bisschen besser geht. Ja, deswegen zieht er sich was Gemütliches an, schnappt sich ein Eis aus dem Kühlschrank und setzt sich vor seinen Fernseher. Er möchte sich einfach einen gemütlichen Abend machen. Während Beau also vor dem Fernseher sitzt, kommt in der Zwischenzeit Amber Geiger zu Hause an. Sie fährt ins Parkhaus, das direkt mit ihrem Apartmentkomplex verbunden ist. Sie wohnt im 3. Stock dieses Apartmentkomplexes, was heißt, dass sie auch in den 3. Stock des Parkhauses fährt, um dort ihr Auto abzustellen. Da es keine reservierten Parkplätze in diesem Parkhaus gibt und alle Mieter die Möglichkeit haben, ihr Auto dort abzustellen, versuchen natürlich die Mieter des Komplexes, ihr Auto auf der Ebene abzustellen, wo auch ihr Apartment liegt. Das heißt, Amber fährt ins Parkhaus hinein, auf die 3. Ebene, denn von dort aus kann sie dann direkt durch die Exit-Tür in den Gang kommen, wo auch ihr Apartment ist. Und auch an diesem Abend des 6. September kommt sie nach Hause, fährt ins Parkhaus, fährt hinauf und sie kann ihr Glück kaum fassen. Denn normalerweise, wenn sie so spät nach Hause kommt, ist das Parkhaus genagelt voll und sie muss irgendwo ganz hinten parken und dann ihre ganze Ausrüstung noch bis in ihr Apartment schleppen. Aber sie hat Glück, denn direkt neben der Exit-Tür, die zum Apartmentgang führt, ist ein freier Parkplatz. Sie ist happy, denn sie freut sich einfach nur darauf, in ihr Bett zu kommen, parkt ihr Auto, steigt aus dem Auto aus, nimmt ihre Lunchbox, also ihre Brotzeitbox, ihren Rucksack und auch ihre Sicherheitsweste und hängt sie sich über den linken Arm. Der rechte Arm ist frei und sie steigt aus und geht durch die Exit-Tür Richtung ihres Apartments. Bevor ich euch jetzt erzähle, was als nächstes passiert ist, muss ich auf jeden Fall noch einige Worte über diesen Southside Flat Apartment Komplex verlieren, in dem sowohl Beau als auch Amber gewohnt haben. Ich habe euch ja gerade schon gesagt, dass dieser Apartment Komplex sehr groß ist. Ich werde euch da auch noch ein Bild einblenden. Sehr weitläufig, aber eben auch, dass ein Parkhaus dabei ist, das direkt mit diesem Komplex verbunden ist, sodass die Mieter parken und direkt in ihre Apartments auf die Ebenen gehen können. Das ist aber nicht alles, was diesen Apartmentkomplex besonders macht, sondern, und es ist fast schon ein wenig gruselig, dieser Apartmentkomplex sieht von oben bis unten auf allen Ebenen identisch aus. Und wenn ich sage identisch, dann meine ich es auch tatsächlich genauso. Sowohl die Parkhausebenen auf den verschiedenen Stockwerken als auch die Apartmentgänge, die Apartmenttüren, der Boden, das Equipment, die Lampen, die Schilder, die Exit-Tür, alles sieht gleich aus,
egal auf welcher Ebene dieses Apartmentkomplexes man sich befindet. Das heißt, ob ich jetzt in Ebene 1, 2, 3 oder 4 parke, ich habe immer dieselben Parklücken, ich habe die komplett selbe Aufmachung, ich habe dieselbe Tür, durch die ich gehen muss, um in meinen Gang hineinzukommen. Ich habe dieselben Lichtquellen, ich habe denselben Boden. Wie gesagt, es sieht alles exakt gleich aus auf jeder Ebene. Damit nicht genug, auch die Apartments im Inneren, sowohl die Quadratmeter als auch die Raumaufteilung ist in jedem Apartment das gleiche. Natürlich gestaltet dann individuell jeder Mieter sein Apartment selbst, das ist ganz klar, aber es ist jedes Apartment genau von der Größe und von der räumlichen Aufteilung her exakt dasselbe. Man könnte also sagen, dieser Gebäudekomplex wurde gebaut komplett identisch. Es sieht alles gleich aus da drin. Vom Parkhaus bis zur Toilette. Amber Geiger geht also durch die Exit-Tür, nachdem sie ihr Auto abgestellt hat. Links, wie gesagt, hat sie alles vollgepackt und während sie den Gang entlang bis zu ihrer Apartmenttür geht, tastet sie in ihrer Tasche nach dem Schlüssel, um aufzusperren. Als sie dann an ihrer Tür ankommt, möchte sie den Schlüssel ins Schloss stecken. Und als sie dann kurz davor ist, den Schlüssel hineinzustecken, fällt ihr auf, dass ihre Apartmenttür nicht zu ist. Sie hat sie am Morgen zweimal zugesperrt, wie jeden Tag. Aber jetzt, als sie davor steht, ist die Tür nur angelehnt. Amber erschrickt, denn sie weiß, dass sie definitiv ihre Tür zugesperrt hat, so wie sie es jeden Tag macht. Sie lauscht an der Tür und hört, dass im Inneren des Apartments jemand ist. Denn sie nimmt Schritte wahr, die sie durch die angelehnte Tür hören kann. Sie ist wie erstarrt vor der Tür, lauscht weiterhin angestrengt ins Innere des Apartments und hört weiterhin Geräusche, als würde dort jemand herumgehen. Amber Geiger hat später bei der Gerichtsverhandlung versucht, ihre Gefühle, die sie in dem Moment hatte, der Jury zu erklären. Und das hat sie auch getan. Sie hat gesagt, sie stand wie erstarrt in der Position mit dem Schlüssel in der Hand vorm Schlüsselloch da, als sie diese Geräusche aus ihrem Apartment wahrgenommen hat. Sie hatte Todesangst, sie war wie erstarrt. Sie wollte einfach nur nach Hause. Sie war froh, dass sie einen Parkplatz direkt vor der Tür bekommen hat. Sie wollte einfach nur in ihr Bett. Sie wollte nach Hause, an den Ort, wo sie sich sicher fühlt, wo sich jeder sicher fühlen sollte. Und dann hört sie, dass da jemand in ihrem Apartment ist. Amber drückt jetzt mit dem Schlüssel ein bisschen gegen die Tür des Apartments, die sich daraufhin einen etwas größeren Spalt breit öffnet. Sie hat jetzt die Möglichkeit, ins Innere ihres Apartments hineinzusehen und das macht sie auch. Allerdings ist es stockdunkel, sie kann zu nichts erkennen. Jedes Apartment in diesem Komplex ist 30 Fuß lang und hat gegenüber der Eingangstür ein großes Fenster, durch das auch nachts immer ein bisschen Licht fällt, wenn man keine Rollläden hat. Sie hat keine Rollläden und kann dieses Fenster 30 Fuß weit weg sehen. Es fällt ein bisschen Licht herein und auf einmal kann sie eine menschliche Silhouette ausmachen, die mitten im Apartment steht. Daraufhin beginnt sie mit ihrem linken Arm, wo sie ihre Lunchbox, ihren Rucksack und ihre Schutzweste hat, die Tür nun ganz aufzustoßen. Gleichzeitig greift sie mit ihrer rechten Hand nach ihrer Waffe, die sie nach vorne ausstreckt und schreit, let me see your hands, let me see your hands. Die Silhouette allerdings zeigt Amber Geiger nicht seine Hände. Im Gegenteil, er kommt auf sie zu mit schnellen Schritten. Er schreit laut und aggressiv, hey, hey! Und dann drückt Amber Geiger zweimal ab. Und die Silhouette, die gerade noch auf sie zukam, bricht am Boden zusammen. Nachdem Amber Geiger zweimal abgedrückt hat, geht sie nun den ersten großen Schritt ins Apartment hinein und dann noch einen weiteren Schritt. Als sie auf einmal merkt, dass sie ein weiteres Licht wahrnehmen kann, das diesmal nicht vom Fenster hereinfällt, sondern das vom Fernseher kommt. Der Fernseher ist an. Sie fängt an, nach links und nach rechts zu sehen. Sie sieht auf den Boden und ihr wird klar, dort liegt ein Teppich, den sie nicht kennt. Sie sieht sich um. Dekoration steht dort. Teller, Tassen, die sie nicht gesehen hat. Und auf einmal trifft sie die Erkenntnis wie ein Faustschlag. So hat sie es auch vor Gericht beschrieben.
dass das nicht ihr Apartment ist. Jetzt drückt Amber Geiger den Lichtschalter. Sie läuft zu dem Mann, der vor ihr zusammengebrochen ist und auf den sie geschossen hat. Sie kniet sich neben ihn, sie spricht ihn an, sie schüttelt ihn, aber er rührt sich nicht. Sie weiß nicht, wo sie ihn getroffen hat, aber sie weiß, dass sie ihn getroffen hat, denn sie merkt, dass er blutet. Daraufhin nimmt sie sofort ihr Handy und ruft die Polizei an. Ich werde euch den Notruf, den Amber Geiger bei der 911 abgesetzt hat, unten in der Infobox verlinken. Dann könnt ihr ihn euch gerne anhören und hören, was sie dort am Telefon dann auch sagt. Einige Minuten später allerdings sind die Polizisten bereits vor Ort. Ich hatte euch ja vorhin schon gesagt, dass das Dallas Police Department nur einige Häuserblocks von diesem Apartmentkomplex, wo Amber Geiger und auch Botham Jean gewohnt haben, entfernt war. Deswegen sind sie relativ schnell da. Das Krasse, und das wusste ich nicht, bevor ich eben den Prozess geschaut habe, war, dass die Polizisten Bodycams getragen haben. Das ist ja in den USA völlig normal, das ist ja da mittlerweile Standard. In Deutschland, glaube ich, soll es auch kommen oder ist es schon? Da kenne ich mich nicht so gut aus. In den USA jedenfalls haben die Polizisten Kameras hier, um zu dokumentieren, was sie tun und was passiert. Was sie selbst tun und auch was ihr Gegenüber tut, mit dem sie es zu tun haben. Was natürlich dazu führt, dass alles aufgezeichnet wird und was natürlich auch dazu geführt hat, dass dann im Prozess gegen Amber Geiger diese Videoaufnahmen der Bodycams der Polizisten auch abgespielt worden sind. Man sieht also, wie die Polizisten in das Apartmentgebäude hineingehen, wie sie hinauflaufen, wie sie in das Apartment von Bo hineingehen, wo sie Amber Geiger antreffen, die völlig hysterisch ist und sagt, ich dachte, es ist mein Apartment, ich dachte, es ist mein Apartment, das ist alles, was sie sagen kann. Die Polizisten separieren sie dann sofort, also es ist ein Kollege da, der sich sofort aus dem Apartment entfernt und mit hinunter in ein Polizeiauto nimmt, während jetzt die Polizisten, die natürlich darauf trainiert sind, jemanden auch wiederzubeleben oder diese speziellen Polizisten auf jeden Fall darauf trainiert sind, jemanden wiederzubeleben. Amber Geiger war das nicht, das habe ich dann danach auch erst im Prozess erfahren, mit der Reanimation beginnen. Einer der beiden Polizisten versucht, Bo zu reanimieren. Der andere Polizist steht direkt daneben und man sieht, wenn man sich diesen Prozess ansieht, wie dieser Polizist den 26-jährigen Botham Jean reanimiert. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, wie ein Mensch wiederbelebt wird. Und das ist nicht so wie bei Grey's Anatomy, sondern wenn man weiß, dass das hier gerade wirklich passiert und dass es jetzt wirklich darum geht, einen Menschen das Leben zu retten und dass die Polizisten alles versuchen und man sieht dabei zu, dann ist es ein Gefühl, das ich nicht beschreiben kann. Also ich saß wirklich da. Ich wusste auch nicht, dass es Bodycams gab. Mich hat das auch sehr überrascht während des Prozesses, während ich den gesehen habe und dann hat es mich wirklich nur noch schockiert. Also der Polizist hat alles versucht, er hat auf ihn gedrückt, er hat mit der Faust auch nochmal draufgeschlagen, um zu versuchen, ihn weiter zu reanimieren. Er hat immer wieder gedrückt, man hat das alles gesehen. Bo war voller Blut und ja, also es war schon sehr heftig, sich das anzusehen. Es waren dann auch innerhalb von 2-3 Minuten, nachdem die Polizisten mit der Reanimation begonnen haben, auch die Notärzte schon da. Es ging alles wahnsinnig schnell, innerhalb von Minuten. Sie haben Bo dann sofort eben auf die Krankenwagentrage gepackt und ihn sofort ins Krankenhaus gefahren. Eine der beiden Kugeln, die Amber abgefeuert hat, traf die Rückwand des Apartments. Die andere Kugel hat Bo tödlich verletzt. Sie hat ihn mitten ins Herz getroffen und er ist in dieser Nacht noch an seinen schweren Verletzungen dann gestorben. Am 30. November, also einige Wochen später, wird Amber Geiger des Mordes ersten Grades angeklagt. Nach texanischem Recht erfordert die Verurteilung wegen Mordes den Nachweis, dass eine Person eine andere Person absichtlich getötet hat. Die Staatsanwaltschaft muss das in diesem Fall also beweisen. Denn ansonsten könnte es ihnen passieren, dass Amber Geiger, wenn überhaupt, nur wegen Totschlags verurteilt wird. Die Staatsanwaltschaft muss also im Prinzip jetzt kriminelle Absicht hinter dieser Tat beweisen. Der Prozess gegen Amber Geiger beginnt im September 2019, also genau ein Jahr nach der Tat. Ich habe ihn mir komplett angesehen. Er geht über mehrere Tage und natürlich auch über mehrere Stunden.
Ich werde euch die Playlist zu diesem Prozess unten in der Infobox verlinken. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr euch ihn auf jeden Fall ansehen. Es ist nicht bei weitem nicht der erste Prozess, den ich mir angesehen habe und auch nicht der erste, der über so viele Stunden geht und so viele Zeugen und so weiter hat. Und es ist für mich, so tragisch es natürlich auch ist, bei einem Prozess mit dabei zu sein, in Anführungsstrichen, auch immer wieder wahnsinnig interessant. Und wenn es die Möglichkeit gibt, bei den Fällen, die ich hier auf meinem Kanal mache, einen Prozess zu schauen, dann mache ich das auf jeden Fall auch. Den Vorsitz hat Richterin Tammy Glamp, die mir von Anfang an unheimlich sympathisch gewesen ist. Man hatte das Gefühl, dass sie den kompletten Gerichtssaal unter Kontrolle hat, dass sie wirklich sich nichts aus der Hand nehmen lässt und sich nicht überrumpeln lässt, und sie wirkte absolut souverän. Ich habe ihr sehr, sehr gerne zugehört bei dem, was sie gesagt hat, und natürlich auch bei den Entscheidungen, die sie getroffen hat. Der Staatsanwalt gibt seine zwei Trümpfe, die er gegen Amber Geiger hat, bereits in seinem Eröffnungsplädoyer preis. Zum einen sagt er, dass Amber nicht etwa so müde und fertig und so durcheinander auch gewesen ist von ihrer 13,5-Stunden-Schicht, die sie an diesem Tag hatte, sondern dass ihr Durcheinander und ihre Müdigkeit und ihre Stimmung, die sie auch einfach hatte, und die auch dazu geführt hat, dass sie statt auf die dritte Ebene, wo ihr Apartment liegt, auf die vierte hinaufgefahren ist, eher daran lag, dass sie mit ihrem Freund und Kollegen, wo ich euch ja vorhin schon erzählt habe, dass sie da immer wieder mal mit dem was hatte, auf der Fahrt nach Hause WhatsApp-Nachrichten geschrieben hat. Und diese Nachrichten sollen Amber Geigers Zustand hervorgerufen haben, dass sie so durcheinander war und nicht mehr wusste, in welchem Stock sie jetzt eigentlich ihr Auto abstellt und in welches Apartment sie geht. Ja, der Staatsanwalt hat dann diese WhatsApp-Nachrichten auch vorgelegt und meint, anhand diesen Nachrichten eben beweisen zu können, dass Amber Geiger für diesen Abend mit diesem Mann noch ein Date in ihrem Apartment ausgemacht hat. Und der Staatsanwalt sagt, wenn sie so müde und so fertig von ihrer 13,5-Stunden-Schicht ist, wieso macht sie dann für diesen Abend noch ein Date mit ihrem Lover aus, der im Übrigen verheiratet war oder immer noch verheiratet ist, ich weiß es nicht. Das konnte der Staatsanwalt natürlich auch nicht lassen, denn es hilft ihm natürlich auch, Amber Geiger in ein schlechtes Licht zu rücken vor der Jury. Aber zweitens und für mich auch der gewichtigere Punkt, den der Staatsanwalt in seinem Eröffnungsplädoyer angegeben hat, ist, dass das Standardprotokoll der Polizei besagt, dass ein Gebäude mit einem potenziellen Einbrecher nicht betreten werden darf und stattdessen Unterstützung von der Polizeistation angefordert werden muss, die, und das wusste Amber Geiger, nur zwei Blocks entfernt ist. Darüber hinaus hat sie auch in ihrer Ausbildung zur Polizistin und in sehr, sehr vielen Schulungen, die sie auch danach immer wieder besucht hat, sämtliche Deeskalationssituationen gehabt und auch erlebt. Und deswegen hat sie genau gewusst, was sie zu tun hat, wenn sie in so einer Situation ist. Nämlich nicht sich in die Gefahrenzone zu begeben und zu schießen, sondern aus dem Objekt sich zurückzuziehen und Verstärkung anzufordern. Das hat sie nicht gemacht. Und das ist etwas, was der Staatsanwalt eben auch ganz klar gesagt hat in seinem Eröffnungsplädoyer. Das sind also die gewichtigsten zwei Punkte, die die Staatsanwaltschaft in ihrem Eröffnungsplädoyer gegen Amber Geiger vorbringt. Aber das ist bei weitem noch nicht alles. Zum Beispiel sagt der Staatsanwalt ebenso, dass es ja nicht sein kann, dass es Amber nicht aufgefallen ist, dass sie statt in den am dritten Stock in den vierten gefahren ist. Ja, auch der Staatsanwalt musste zugeben, dass dieser Gebäudekomplex von den Stockwerken her sehr identisch ist. Jedoch gab es signifikante Unterschiede, die ihr ja hätten auffallen müssen. So zum Beispiel sagt er, dass als sie auf der Parkebene geparkt hat, dass sie, wenn sie ausgestiegen ist, ja nach draußen sieht, denn das Parkhaus ist offen. Und ihr hätte es ja auffallen müssen, dass die Silhouette nach draußen, also die Aussicht, eine andere ist, wenn man im dritten Stock ist, wo sie sonst parkt, oder ob man im vierten ist. Also wenn man nach draußen sieht, dann sieht man ja, wo man ist. Also das hat jetzt der Staatsanwalt gesagt. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn es stockdunkel draußen ist und man jetzt nicht nach draußen guckt. Aber er hätte eben gesagt, dass ihr das hätte auffallen müssen. Aber was ihr auf jeden Fall hätte auffallen müssen, ist,
dass Botham Jean vor seinem Apartment einen roten Fußabstreifer hatte. Sie selbst hatte keinen. Und das heißt, wenn ihr noch nicht aufgefallen ist, dass sie ins falsche Parkhaus gefahren ist und dass sie gerade den falschen Apartmentgang hineingeht, dann hätte ihr spätestens vor der Tür auffallen müssen, dass es nicht ihr Apartment ist, denn auf dem Boden lag eben, wie gesagt, ein roter Fußabstreifer und sie hatte keinen, das heißt, es hätte ihr auf jeden Fall auffallen müssen, das ist nicht mein Apartment. Als nächstes ist dann die Verteidigung an der Reihe und die entkräftet erst einmal, dass Amber Geiger an diesem Abend mit ihrem Lover noch ein Date hatte. Sie legt auch die WhatsApp-Nachrichten vor, die die beiden miteinander geschrieben haben und es, also auch für mich, ich habe diese Nachrichten ja auch gelesen, weil die ja auch vor Gericht gezeigt wurden, konnte in keiner einzigen Nachricht irgendwie herausgelesen werden, dass die beiden für diesen Abend noch ein Treffen arrangiert haben. Also die hatten so ein bisschen, so wurde es auch vor Gericht gesagt, Dirty Talk. Also die haben sich halt so ein bisschen schlüpfrige Sachen hin und her geschrieben. Ich kann es jetzt nicht anders sagen. Aber da war jetzt keine Nachricht dabei, wo drin stand, hey, wir sehen uns später, ich komme bei dir vorbei oder sowas. Also das gar nicht. Und sowohl Amber als eben auch ihr Kollege und ab und zu Freund haben ja auch im Laufe des Prozesses noch beide ausgesagt und beide haben gesagt, dass sie sich an diesem Abend nicht mehr treffen wollten. Ja, also das hat die Verteidigung ganz schnell auch vom Tisch gewischt. Im Gegenteil, sie führen dann noch weiter an, dass Amber Geiger sehr wohl nach ihrer 13,5-Stunden-Schicht völlig fertig gewesen ist und auch in den Tagen davor schon sehr stressig in der Arbeit eine sehr, sehr stressige, emotional aufwühlende Zeit hatte. Vor allen Dingen eben an diesem 6. September war es so, dass es einen großen Überfall gegeben hat, wo es auch einige Verhaftungen gab am Nachmittag, wo auch wohl die Schusswaffe zum Einsatz kam, wenn ich das richtig verstanden habe, wo es auch sehr lange gedauert hat, bis die Verdächtigen dann verhaftet werden konnten und die mussten dann eben auch noch für jede einzelne Verhaftung Protokolle schreiben und das hat alles ewig gedauert und es war eben auch eine sehr gefährliche Situation und ja, also das sagt die Verteidigung im Eröffnungsplädoyer. Weiterhin sagt der Verteidiger, und ich fand das Wort sehr interessant, das er benutzt hat, beim Nachhausefahren nach den 13,5 Stunden auf Autopilot geschalten hat. Also er hat tatsächlich das Wort Autopilot benutzt. Sie ist ins Auto gestiegen und ist nach Hause gefahren. Sie war mit ihren Gedanken einfach, sie hat abgeschalten. Sie war im Autopilotmodus, so hat er das gesagt. Und sie hat einfach nicht gecheckt, dass sie jetzt nicht in die dritte Etage fährt, sondern in die vierte. Und als sie von ihrem Auto ausgestiegen ist, da hat sie nicht, wie der Staatsanwalt halt angenommen hat, nach draußen gesehen und sich die Landschaft angesehen, sondern sie ist direkt, weil sie ja am Ausgang, also an dem Exit-Ausgang direkt geparkt hat, direkt in diesen Flur hineingegangen. Was noch dazu kommt ist und was die Verteidigung auch vor Gericht, vor der Jury ganz klar macht, ist, dass an den Apartment-Türen keine Nummern stehen. Ihr kennt das wahrscheinlich auch von ein paar amerikanischen Filmen, ne? Die Apartments haben meistens, oder auch in Deutschland ist es oftmals so, die Nummern direkt an der Tür. Da steht dann Nummer 38 in goldenen Lettern direkt an der Tür über dem Spion. Und das ist in diesem Apartment-Komplex auch nicht so. Ich werde euch ein Bild einblenden, wie diese Nummern in diesem Apartment-Komplex angebracht sind. Amber hat auf diese Nummer einfach nicht geschaut. Also die ist in so einer leuchtenden Röhre eben drin. Sie ist halt einfach stur den Gang entlang gegangen und wollte die Tür aufsperren. Und der Verteidiger sagt, der Grund, warum ihr der Fußläufer nicht aufgefallen ist, einfach, weil sie den Schlüssel in die Tür gesteckt hat und das Schlüsselloch, weil Amber Geiger sehr klein ist, also ich glaube, sie ist nur 1,62 Meter oder so groß, geht ihr ungefähr, ja, knapp über die Hüfte. Also sie hat gar nicht am Boden runtergeschaut, sondern sie hat halt einfach den Schlüssel raus und hat ihn in ein Schlüsselloch gesteckt und hat halt nicht nach unten geschaut. Genauso wenig, wie sie drauf geschaut hat, welche Apartmentnummer es ist. Also sie geht diesen Weg jeden Tag. Es sieht alles gleich aus. Sie hat da einfach nicht drauf geschaut. Das ist quasi die Argumentation der Verteidigung. Beim letzten Punkt, den die Verteidigung in ihrem Eröffnungsplädoyer noch angegeben hat, bin ich mir mit den Zahlen nicht ganz sicher. Deswegen nagelt mich da nicht fest. Aber es geht darum, dass es zumindest, wenn ich das richtig mitbekommen habe, über 300 Menschen sind, die in diesem Apartmentkomplex leben, in dem Amber Geiger und auch Bo Jean gewohnt haben. Von
diesen 300, über 300 Menschen haben über 35% bei Befragungen durch die Polizei ausgesagt, dass sie sich selbst schon einmal in diesem Apartmentkomplex verlaufen hätten. Sowohl hätten sie sich verlaufen, als auch hätten sie auf der falschen Etage geparkt, als auch wären sie zu einem falschen Apartment gegangen und hätten versucht aufzusperren, weil sie sich sicher waren, dass es ihres ist. Eben weil das alles so identisch ist. Also es müssen über 35% gewesen sein, die befragt worden sind durch die Polizei. Sie wurden natürlich in erster Linie wegen der Schüsse befragt, ob sie die gehört haben, ob sie irgendwas mitbekommen haben. Aber im Zuge dieser Befragung wurden die Leute eben auch gefragt, habt ihr euch schon mal verfahren? Seid ihr schon mal in die falsche Etage? Habt ihr schon mal versehentlich zu einem anderen Apartment gefunden, anstatt zu eurem eigenen? Und über 35% haben das auch bejaht. Aber auch die Staatsanwaltschaft hat sehr starke Zeugen. Darunter Menschen, die dafür zuständig sind, Polizisten auszubilden und sie zu schulen. Und solche Zeugen gab es während des Prozesses, die eben auch der Jury dargelegt haben, dass es diese Deeskalationsübungen nicht umsonst gibt und dass es eben auch einen Grund hat, warum man sich an gewisse Regeln und Anforderungen halten muss. Und dass man eben in der Situation, genau in der Situation, in der Amber Geiger gewesen ist, diese Übungen, dieses Training anwenden muss. Und die haben das dann auch wirklich sehr, sehr gut der Jury erklärt und dementsprechend halt auch mir, wo ich mir den Prozess angeschaut habe. Aber darüber hinaus hat die Staatsanwaltschaft auch die Familienmitglieder, die sie in den Zeugenstand rufen, von Bo Jean. Zum Beispiel seine Schwester, die im Zeugenstand unter Tränen ausgesagt hat, dass sie Bo am Nachmittag noch angerufen hat und dass er ihr erzählt hat, dass er jetzt endlich wieder gesund ist, dass es ihm wieder besser geht und dass er sich freut, heute Abend ein leckeres Eis zu essen. Aber auch Bos Bruder und auch sein bester Freund und Nachbar, der das Apartment ein paar Türen neben ihm hatte, hat ausgesagt. Also das sind dann halt auch schon sehr emotionale Zeugenaussagen, die man in einem Prozess ebenfalls zu hören bekommt. Am 5. Prozesstag macht Amber Geiger selbst ihre Aussage. Die geht über 3,5 Stunden. Ich werde sie euch unten in der Infobox verlinken, dann könnt ihr euch anhören, was Amber selbst zu sagen hat. Ihre Aussage musste allerdings ungefähr bei der Hälfte unterbrochen werden, weil sie, als man ihr ihre Dienstwaffe gezeigt hat, mit der sie Bo erschossen hat, einen Weinkrampf bekam und nicht mehr aufgehört hat zu weinen, sodass es kurzzeitig unterbrochen werden musste und im Anschluss dann wieder weiterging und sie einfach genau erzählt hat, was an diesem Abend genau passiert ist. Deswegen, ich verlinke euch, wenn ihr euch jetzt nicht den ganzen Prozess ansehen möchtet, einfach auch nochmal ihre Aussage in der Infobox, dann könnt ihr auch nur das hören, was sie sagt, wenn euch das interessiert. Am letzten Tag dieses Prozesses passiert allerdings etwas, so habe ich gelesen, was in einem amerikanischen Gerichtssaal vorher noch nie passiert ist, was also einmalig ist und was ich persönlich auch vorher noch nie in einem anderen Gerichtssaal gesehen habe. Nämlich sagt am letzten Tag als letzter Zeuge Bos jüngster Bruder vor Gericht aus. Er macht seine Aussage und im Anschluss wendet er sich dann an die Frau, die seinen Bruder erschossen hat und die direkt vor ihm, vor dem Zeugenstand neben ihrem Verteidiger sitzt. Er sieht sie an und er sagt ihr, dass er ihr verzeiht. Dass er nicht böse auf sie ist und dass er auch nicht möchte, und er sagt es in Anwesenheit der Jury, dass sie ins Gefängnis geht. Denn er glaubt fest daran, dass sein Bruder Bo, der ja Christ gewesen ist, genauso wie er und seine ganze Familie, das auch nicht wollen würden. Kurz bevor er den Zeugenstand verlässt, fragt er die Richterin, ob er auf Amber zugehen darf, ob er zu ihr gehen darf. Normalerweise geht es in einem Gerichtssaal nicht, dass Zeugen und Angeklagte sich da irgendwie näher kommen dürfen. Die Richterin allerdings gestattet es und Bos Bruder tritt aus dem Zeugenstand heraus und geht zu dem Tisch, auf dem Amber sitzt. Amber ihrerseits steht auf, geht um den Tisch herum und die beiden fallen sich mitten im Gerichtssaal in die Arme und weinen. Und Amber Geiger schluchzt. Ich muss sagen, ich war sowieso von diesem ganzen Prozess schon so gefesselt und so, das ist alles so tragisch gewesen. Und dann am Ende kommt das noch und sogar die Richterin hat sich die Tränen wegwischen müssen. Also man sieht das wirklich auch in dem Prozess, weil es halt auch einfach so ein emotionaler Moment gewesen ist. Am 1.10.2019 kommt die Jury nach 6-stündiger Beratung zu einem Urteil, das dann auch im Gerichtssaal verkündet wird.
Amber Geiger bekommt 10 Jahre Gefängnis wegen Mordes an Bothum Jean. Im Anschluss an dieses Urteil und an diesen Prozess gab es sehr viele Demonstrationen und auch Auseinandersetzungen auf den Straßen von Dallas. Die einen fanden das Urteil viel zu übertrieben, die anderen fanden es viel zu wenig. 10 Jahre auf jeden Fall für Amber Geiger wegen Mordes. Ja, wie immer am Ende, meine Lieben, möchte ich euch natürlich auch meine Meinung nicht vorenthalten und ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, was ich von diesem Urteil halten soll. Ein junger Mann, der gerade mal 26 Jahre alt war, ist tot. Und er ist deswegen tot, weil Amber Geiger ihn erschossen hat. Und daran gibt es auch nichts zu diskutieren, denn genau so ist es eben nun einmal. Bothum Jean war erst 26, er hatte sein ganzes Leben noch vor sich. Er war ein guter Mensch, er hat niemals irgendjemandem etwas getan und jetzt ist er tot. Glaube ich also, dass Amber Geiger dafür, dass sie Bothum Jean erschossen hat, bestraft werden muss? Ja, definitiv glaube ich das. Was ich aber ganz und gar nicht glaube, ist, dass Amber Geiger Bothum Jean mit Absicht erschossen hat. Oder wie ihr auch ganz, ganz viele oder wie dann allgemein unterstellt wurde, dass sie ihn aus rassistischen Gründen erschossen hat. Denn stellt euch nur einmal vor, dass der Schließmechanismus von Bothum Jeans Tür funktioniert hätte, der seit vielen Wochen nicht richtig funktioniert hat. Was im Übrigen auch der Grund war, warum seine Tür nur angelehnt gewesen ist und nicht zugeschlossen war. Stellt euch nur einmal vor, die Tür wäre nicht angelehnt gewesen. Dann wäre Amber Geiger zu der Tür gegangen, hätte ihren Schlüssel versucht ins Schloss zu stecken und dann wäre ihr aufgefallen, ich kann meine Apartmenttür nicht aufsperren. Was wäre das Nächste gewesen, was sie gemacht hätte? Sie wäre einen Schritt zurückgegangen. Sie hätte sich umgesehen. Sie hätte gesehen, dass unter ihr vielleicht ein Fußabstreifer liegt, der ihr nicht gehört. Dann hätte sie auf die Apartmentnummer geschaut und hätte gesehen, dass es nicht ihr Apartment ist. Sie hätte ihren Schlüssel genommen, wäre zurück zum Auto, hätte sich an den Kopf gelangt und hätte gesagt, mein Gott, bin ich blöd. Ich bin statt in den dritten, in den vierten gefahren. Hätte sich in ihr Auto gesetzt, wäre wieder nach unten gefahren und wäre in ihr Apartment gegangen. Dann wäre sie heute nicht im Gefängnis und Bothum Jean hätte noch eine Zukunft. Sind die 10 Jahre, die Amber Geiger bekommen hat, zu viel? Weil sie ihn nicht absichtlich erschossen hat, weil sie niemals jemanden verletzen wollte. Oder sind sie zu wenig? Weil sie sich nicht an das gehalten hat, was sie eigentlich als Polizistin tun sollte? Ich weiß es nicht. Nachdem ich die Recherche zu diesem Fall beendet habe, habe ich für mich persönlich auch noch eine Entscheidung getroffen, die ich umsetzen werde, sobald es wieder möglich ist. Aufgrund der Corona-Lage ist es momentan ja eher nicht möglich, aber sobald es wieder möglich ist, werde ich es machen. Nämlich werde ich meinen Erste-Hilfe-Kurs auffrischen, den ich vor vielen, vielen Jahren gemacht habe. Aufgrund meines Jobs musste ich den damals auch machen, aber das ist schon so viele Jahre her, dass ich nicht wüsste, ob ich Erste-Hilfe leisten könnte, wenn ich ehrlich bin, wenn ich jetzt in eine Situation komme, wo ich es tun müsste. Und die Recherche zu diesem Fall und als ich gesehen habe, wie sie versucht haben, Bo zu reanimieren und mir dann durch den Kopf geschossen ist, dass ich das wahrscheinlich gar nicht könnte, hat mich so verängstigt. Das hat mir so Angst gemacht, dass ich, wenn es darauf ankommt, wahrscheinlich nicht helfen könnte, dass ich beschlossen habe, meinen Erste-Hilfe-Kurs wieder neu zu machen. Und bei der Gelegenheit, meine Lieben, schreibt mir nicht nur eure Meinung zu dem Fall und allem, was ich euch jetzt erzählt habe, in die Kommentare, sondern schreibt mir gerne mal, ob ihr das könnt. Könnt ihr Erste-Hilfe leisten, wenn ihr es müsst? Habt ihr einen Erste-Hilfe-Kurs? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über Feedback zum Video und auch zum Fall. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Tag und ich hoffe, dass wir uns dann ganz bald im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut.